das ja lieb. Die Mountaineers sind heute in den Ammergau-Alpen unterwegs. Es geht auf den Friederspitz und anschließend noch auf den Frieder. Sind beide so um die 2050 Meter hoch. Ist eine recht leichte Tour, aber es sind 1200 Höhenmetern und laut Tourenbeschreibung ungefähr 7 Stunden. Und ja, viel Spaß mit dem Video. So, für uns geht es die Rundtour. Das heißt, es geht nicht hier hoch, da kommen wir später her. Wir gehen hier runter. Schönen Tag euch! Wir sind jetzt circa eine halbe Stunde unterwegs und bisher ist der Weg sehr angenehm zu laufen, sehr flach, sehr eben, also keinerlei Probleme. Aber es wird wohl noch steiler werden, sonst kommen wir ja nicht nach oben. Nachdem es ja das erste Stück sehr flach und leicht ging, muss man irgendwann eben rechts und von da ab geht es momentan in Serpentin schon wieder steiler nach oben. Auf der Höhe von ca. 1200 Meter befindet sich eine Weggabelung. Hier kann man entweder rechts gehen und man spart sich mit Sicherheit mindestens 30 Minuten, oder man folgt dem schmalen Pfad einfach weiter und wählt eine ausgedehntere Runde. Auf unserem Blog findet ihr die Wanderkarte mit den zwei Wegalternativen. Dem Weg scheint schon lange keiner mehr gegangen zu sein oder gehen generell nicht so viele, weil, naja, das Gras hängt schon ganz schön über dem Weg. Hier kann man das Schellschlicht sehen. Dort waren wir auch schon oben.
Nun befinden wir uns auf Höhe des Schafeck. Hier führen die beiden Wege nun wieder zusammen. So, unser erstes Tagesziel ist in Sicht. Unser finales Ziel für heute. Das war's schon wieder. Schon oben. Ging schneller als gedacht. 20 Minuten. Ja, das war jetzt schon wieder unsere Tour auf den Friederspitz und auf den Frieder. Es war echt eine super angenehme Tour, es ist eine super Einsteigertour. Die ganze Route verläuft eigentlich wirklich sehr gemächlich, es sind nicht zu steile Abschnitte mit dabei. Sie ist konditionsstark mit 1200, 1300 Höhenmeter, allein jetzt bis zum Friederspitz, den man hinter mir noch sehen kann, ist es schon anstrengender. Wenn man dann noch den Frieder mitmacht, sind es auch nochmal 150, 200 Höhenmeter, die noch dazukommen. Aber wie gesagt, so von der Charakteristik her ist es wirklich super einfach zum Laufen. Nicht felsig, nicht steinig etc. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video auch wieder gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, hoffen euch hat die Tour gefallen. Servus und bis bald.